Also beim Wolfram weiß ich es. Das ist das Rote und das Amber, also das ist das Amberbier. Also da gebe ich da fast recht, aber ich muss sagen, mir schmecken eigentlich alle Biere. Ja, guten Morgen. Ich bin der Ruth Anton, bin 23 Jahre alt, schaffe jetzt seit Oktober 2020 hier beim Jungfraubräu. Ja, was soll ich sagen? Berg, See hat es mir ein bisschen angetan und dann natürlich auch die Leidenschaft zu meinem Beruf. Ja, guten Tag, ich bin der Michael Luff, bin 25 Jahre alt, komme aus Bayern in Deutschland, bin der Braumeister, bin der neue Mann hier bei der Jungfraubräu. Ich bin Christine Schneider, ich arbeite bei Jungfraubräu seit 2018. Ich bin zuständig für Buchhaltung, für Kommunikation und für was es sonst noch alles braucht im Alltag. Ich freue mich jetzt hier gute Biere machen zu dürfen, ich freue mich ein gutes Team zu haben und möchte auch ein bisschen was bewegen. Es braucht Zeit, es braucht Einsatz, es braucht vielleicht auch Tränen und Schweiß, aber ich denke, das kommt gut. Und ich habe mich für den Job hier entschieden, weil es mir Möglichkeit gibt, in einer schönen Brauerei, in einer kleinen Brauerei zu arbeiten. Und weil wir hier in einer wunderschönen Natur sind, mit den schönen Bergen und dem Brienzer See direkt vor der Haustür. Und weil ich es spannend fand, die Schweizer Bierkultur kennenzulernen. Natürlich probiere ich jedes Bier, probieren, bevor es zu euch geliefert wird, damit ihr die beste Qualität von uns geliefert bekommt. Also das schönste Biererlebnis für mich war, wo ich auf dem Matterhorn oben gestanden bin, habe eine Flasche Jungfrau aus dem Rucksack genommen und habe mit dem Bergführer angestoßen und wir haben da oberhalb ein halbes Fläschchen Jungfraubräu getrunken. Wir haben es dann nachher einfach die zweite Flasche zugelassen und haben es geteilt, aber zumindest angestoßen haben wir und das ist ein toller Moment gewesen. In Notfällen.